Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein etwas haariges Video, denn die liebe Lisa, fühl dich gegrüßt, hatte sich gewünscht, dass ich mal zeige, wie ich dieses Produkt hier benutze. Das ist nämlich die Blondierung der Aufheller. Ich weiß gar nicht genau, was es eigentlich ist. Jedenfalls hat sie sich gewünscht, dass ich mal zeige, wie ich das benutze. Das benutze ich nämlich seit ungefähr anderthalb Jahren für meinen Ansatz. Ich habe den Rest nicht mehr damit blondiert, weil das schon recht blond war und blondiere halt nur noch meinen Ansatz damit nach. Und ich dachte, in dem Zusammenhang erzähle ich euch noch ein bisschen was über meinen Ansatz und ja, auch wie ich meine Haare so fast weiß kriege. Also für mich ist es kein richtiges Weiß, es ist noch so ein bisschen gelb vorhanden, aber für mich ist es halt schon fast weiß. Und das schaffe ich eigentlich hauptsächlich mit diesem Produkt. Ja, ich habe euch aufgenommen, wie ich das Ganze auftrage, wie ich das anmische und so weiter und so fort. Das seht ihr dann am Ende des Videos. Und das hier ist jetzt die Farbe Extremes Platinum. Das ist das hellste, was es gibt, das stärkste. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es sanfter ist als die schwächeren Stufen von dieser Reihe hier. Also ich habe auch schon mal die zweitstärkste Stufe ausprobiert und fand, dass da meine Haare sehr, sehr trocken mit wurden. Hiermit habe ich gar nicht das Gefühl. Ich habe jetzt übrigens auch nichts in den Haaren drin, also keine Haarkur, kein Öl und nichts. Ich habe gestern einfach nur meine Haare gewaschen. Also ich habe gestern meinen Ansatz damit gemacht, habe das Ganze dann mit normalem Wasser ausgespült. Dann habe ich die Anti-Gelbstich-Kur, den Balsam verwendet, der da mit dabei ist. Das ist dieses Tübchen hier, das werdet ihr auch im Video dann sehen. Das habe ich ausgewaschen und dann habe ich nochmal mit Shampoo gewaschen, aber nach ein paar Stunden erst. So mache ich das eigentlich immer. Ich habe jetzt nichts in meinen Haaren drin. Normalerweise hätte ich noch eine Kur oder ein Öl reingetan, aber da ich gleich noch mal ein bisschen bunte Tönung in meine Haare machen möchte, habe ich jetzt gar nichts drin, halt nur gewaschen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich glaube, man kann erkennen, dass die nicht mega trocken aussehen. Und mein Ansatz ist auch recht gut geworden, habe ich das Gefühl. Also er sieht in der Kamera leider immer ein bisschen gelblicher aus, als er eigentlich ist. Er ist eigentlich wirklich fast weiß, fast wie auf dem Bild so gesehen. Ich hoffe, man kann das so in etwa erkennen. Wie gesagt, in der Kamera wirkt es leider immer ein bisschen gelblicher. Ja, und ich mische das Ganze immer in einer Färbeschale und mit einem Pinsel an. Einfach, weil es für mich einfacher ist. Man kann auch genauso gut die Tube und alles hier verwenden. Das klappt auch. Aber ich persönlich komme halt besser mit so einer Schale und einem Pinsel zurecht. Ja, und ich habe mir für den Hinterkopf Hilfe von meiner Mitbewohnerin geholt. Wenn ich es selber mache, erfühle ich das Ganze immer. Das heißt, ich teile mir die Haare ab und fühle dann, wo es noch nicht so eingepinselt und wo schon. Ja, aber weil ich da oft auch mal was übersehe, habe ich mir diesmal halt Hilfe geholt. Ich würde es euch generell auch empfehlen, aber man kann es auf jeden Fall auch alleine machen. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich dieses Produkt ausprobiert habe. Allerdings mit einer anderen Technik, das war mit Kokosöl, was nicht ganz so gut geklappt hat. Aber da könnt ihr auch in etwa sehen, wie ich das Ganze am Hinterkopf gemacht habe. Da habe ich das nämlich selber ausprobiert. Also falls euch das interessiert, verlinke ich euch das Video nochmal unten in der Infobox. Ja, und ansonsten versuche ich meinen Ansatz alle 5 bis 8 Wochen nachzublondieren. Ich versuche es immer so gut wie möglich hinauszuzögern, weil es ja auch besser für die Haare ist. Bis ich dann zu dem Punkt komme, wo ich dann so sage, nee, so möchte ich eigentlich nicht mehr rausgehen, das gefällt mir nicht mehr. Und dann mache ich das. Jetzt habe ich, glaube ich, 7 Wochen gewartet ungefähr. Und ich versuche eigentlich immer als erstes das abzuarbeiten, was man auch hauptsächlich sieht. Also hier dieser Ansatz da oben und meinen Ponybereich und dann hier die Seiten. Und dann arbeite ich mich einfach schrittweise vor. Das ist meine persönliche Technik, wie es für mich am besten klappt, dass ich halt erst hier diesen ganzen Bereich da vorne mache, dann diese Hälfte bis hier ungefähr, dann diese Hälfte bis hier ungefähr und dann kommt der ganze Hinterkopf, wo ich mir ja Hilfe geholt habe. Da wäre ich dann aber von unten nach oben vorgegangen, wenn ich es selber gemacht hätte. Ja, und mit dem Produkt und halt diesem Balsam, der dabei ist, habe ich dieses Ergebnis hier erzielt. Wie gesagt, das ist eigentlich schon fast weiß, in der Kamera leider ein bisschen gelblicher, aber für mich ist es schon fast weiß. Und dann mache ich es immer so, dass ich noch ungefähr einmal die Woche ein Silbershampoo benutze. Einfach immer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Haare wieder ein bisschen gelblicher werden, dann benutze ich ein Silbershampoo und dann ist wieder alles schön und gut und so, wie es mir gefällt. Ja, und viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass das Video, was jetzt noch folgt, also den ganzen Teil, wie ich das alles so mache, dass euch das gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut und tschüss!